Herzlich willkommen zum letzten Lernvideo der Sprache der Jonglage. Hier lernt ihr nochmal eine alternative Methode, mit der man ein Muster auf Jonglierbarkeit überprüfen kann. Und darüber hinaus lernt ihr die Modulo-Rechnung kennen, weil man die dazu braucht. Also, ich nenne das Ganze der große Test. Der große Test ist dazu da, um zu testen, ob ein Muster jonglierbar ist. Dabei vereint es die Durchschnittsregel und das Zeichnen der Jonglierdiagramme. Das heißt, ihr müsst nicht mehr beides machen, sondern es reicht, wenn ihr diesen Test einmal durchführt. Und das Besondere an dem Test ist, benutzt die Modulo-Rechnung. Das wird auch manchmal mit so einem Prozentzeichen abgekürzt. Ihr erinnert euch, die Gültigkeit eines Jongliermusters ist dann gegeben, wenn auf jedem Beat jongliert wird. Die Null funktioniert auch und maximal darf ein Objekt pro Beat aufkommen und geworfen werden. Gut, schauen wir uns als erstes mal die Modulo-Rechnung an. Was ist das eigentlich? Das Beispiel, was wir hier haben, ist 12 modulo 5 ist gleich 2. Die Modulo-Rechnung ist gierig, das heißt, sie versucht so häufig wie es irgendwie geht, die 5 von der 12 abzuziehen, ohne negativ zu werden. Und das können wir ganz gut in Einzelschritten machen. 12 minus 5 ist 7. 7 minus 5 ist 2. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, von der 2 die 5 abzuziehen, werden wir negativ. Und das dürfen wir nicht werden. Also ist der Rest, den wir erhalten, 2. Das heißt, wir ziehen von dieser 12 das größtmögliche Vielfache der 5 ab, ohne negativ zu werden, und das ist halt genau die 2. Alternativ kann man rechnen, 12 minus 10 ist gleich 2. Gut, bei 13 modulo 5 erhalten wir 3, bei 14 modulo 5 erhalten wir 4. Welches Ergebnis hat 15 modulo 5? Naja, wir gucken uns mal die Einzelschritte an. 15 minus 5 ist 10, 10 minus 5 ist 5 und wir können bei der 5 auch nochmal die 5 abziehen und erhalten die 0. Und erst dann, wenn wir nochmal versuchen, die 5 abzuziehen, sind wir im Negativen, weil 0 ist noch nicht negativ. Also ist 0 das Ergebnis. Und ihr seht schon, diese Ergebnisse, die auftauchen, 2, 3, 4, 0, sind immer kleiner als die 5 und das halten wir mal fest. Da kommen wir nun zur Methode. Wir möchten untersuchen, ob das Muster 44133 jonglierbar ist oder nicht. Dafür schreiben wir es als erstes mal auf und schauen, welche Länge es hat. Das heißt, wir gucken, wie viele Würfe finden im Muster statt. In unserem Fall sind es 5 Würfe, die stattfinden, also ist L gleich 5. Dann schreiben wir an diese Würfe die Zahlen 0, 1, 2, 3 und 4 ran. Je nachdem, wie lang euer Muster ist, müsst ihr dann diese Liste einfach erweitern. Gut, danach berechnet ihr mal einzeln diese Summen. Das heißt, ihr addiert 4 und 0, erhaltet 4, 4 und 1 erhaltet 5, 1 und 2 erhaltet 3 und so weiter. Wenn ihr diese Zahlen jetzt habt, müsst ihr die einzeln modulo L rechnen. Das heißt, ihr rechnet 4 modulo 5, das ergibt wieder 4, 5 modulo 5 ist 0 und so weiter. Hier ist nochmal ein Beispiel mit der 2. 7 modulo 5 ist nämlich 2. Und im letzten Schritt vergleicht ihr, ob die Zahlen, die ihr unten habt, der oberen Zeile dort entspricht. Das heißt, ist die 0 unten vorhanden? Ja, ist sie. Sehr gut. Ist die 1 unten vorhanden? Ja. Und so weiter. Falls nicht alle Zahlen vorhanden sind, ist es kein Jongliermuster. In unserem Fall sind alle vorhanden. Das heißt, wir haben ein gültiges Jongliermuster und 44133 lässt sich jonglieren. Wir nehmen uns jetzt mal ein Muster, was nicht jonglierbar ist, das heißt, das wird bei diesem Test versagen. Das Muster, was wir untersuchen, ist 513. Das hat die Länge 3 und die einzelnen Summen, die sich ergeben, sind 5, 2 und 5. Wir müssen modulo der Länge rechnen, das heißt, wir rechnen modulo 3 in diesem Fall. Und alle Zahlen erhalten dasselbe Ergebnis, nämlich 2. Und jetzt im vierten Schritt merken wir, dass etwas nicht stimmt. Wir schauen, ob die 0 unten vorhanden ist und merken, sie ist nicht vorhanden. Wenn eine Zahl da oben nicht vorhanden ist, dann ist das kein Jongliermuster. Und hier sagt der Test ganz eindeutig, die 0 ist nicht da, hey, dann kann 513 kein Jongliermuster sein. Wir können also relativ einfach mit dieser Methode überprüfen, ob ein Muster jonglierbar ist oder nicht. Was wir allerdings nicht als Information bekommen, ist die Anzahl der Objekte. Die müssen wir mit der Durchschnittsregel einfach überprüfen. So. Hiermit endet unsere kleine Lernsession und ich bedanke mich recht herzlich und wünsche alles Gute.